Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Jo, dann machen wir weiter. The Climb haben wir erklommen. Und ja, können wir mal schauen, ob wir also erstmal die Sachen mitnehmen, die uns hart erkämpft haben. Ja, dass nichts verkommt. Und dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Bin schon wieder hier am jeden bekämpfen, den ich sehe. Ich spiele also hier mit Ruthless. Das gute PoE. So wie ganz am Anfang auch. Die ersten Jahre. Bis ich dann irgendwelchen Speedrunnern zugeschaut habe, die dann gesagt haben: Hier, lauf doch einfach nur durch. Kämpf höchstens mal gegen einen Blue Pack oder so. Aber ich bin jetzt hier in Ruthless wieder in diesem Modus. Ich schaue mir lieber mal jeden Gegner nochmal einzeln an. Vor allem, wenn er so grün schimmert. Dann könnte der nämlich was droppen. Es wäre doch schön, wenn Iron Point the Forsaken einfach jetzt hier ein gelbes Item hinlegt. Ich meine, ich hatte schon ein ganzes gelbes Item. Das ist erstaunlich. Bin ja schon Level, ich weiß es nicht, und habe schon ein gelbes Rare Item droppen gesehen. Und wenn ich jetzt nochmal eins sehen würde. Aber ich sehe es natürlich nicht. Aber Medium Life Flask sollte man nicht unterschätzen. Wie wichtig eigentlich sowas ist, weil hatte ich ja bis jetzt auch noch keins. Ja? Insofern happy und schöne Armor-Schuhe. Ich brauche nämlich Armor. Ich bin ein Armor-Typi. Ich brauche Armor, Armor, Armor. Noch keinen einzigen Ring, noch keine einzigen Gürtel. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich würde sagen, ich bin in Ruthless. Ah, ich habe natürlich mein Totem jetzt wieder vergessen. Das müssen wir mal schnell hinstellen hier. Totem, Totem, Totem. Hier, da. Oh, oh, oh. Don't do this. Don't kill me. Nicht weglaufen. Ja, hüpft alles schön das Totem an. Und mal gleich noch eins. Hehehe, was soll das? Ach, das bist du. Das ist der Boss. Der darf das. Aber bitte nicht. Nein, Bossi. Bossi Boss. Sei lieb, Bossi Boss. Komm, lass dich von dem Totem hier so richtig. Oh, Arschen. Ich habe nämlich kein. Oh. Oh. Ich habe kein Leben. Und der Boss läuft mir hinterher. Ist ja schon doof. Ja, wie komme ich jetzt an Leben? Könnte mir bitte jemand von euch Leben geben? Du zum Beispiel? Oder du? Oder du? Oder vielleicht du? Oh, noch mehr Mana. Ein Darkwood Scepter, das ich nicht mitnehmen kann, ist schade, weil. Und jetzt geht's aber los hier. Jetzt haben wir hier. Flasks bis zum Abwinken. Perfekt. Ich wollte den Scepter mitnehmen, weil ich bin so, ich habe so ein Faible für Scepter. Ich habe so die verrückte Idee, dass ich irgendwas finde, wo ich dann Items craften kann. Normal Items into blaue oder so. Das wäre ja der Hammer. So, müssen wir jetzt Katze. Boah, der hat auch eine neue Animation gekriegt mit seinem Feuer. Cool. Aber der tut mir richtig weh. Kann man den umgehen? Ich glaube, ich muss den umgehen. Ich weiß nicht, ob ich den schaffen würde. 1000 Minuten Kampf und dann würde er wahrscheinlich. Zwei weiße Items droppen oder so. Uiuiui, was machen die denn? Ui, das schaut auch anders aus.
Da ist man doch woanders reingegangen, oder? Sag mal, wie lange habe ich schon nicht mehr Pirates of the Caribbean gespielt? Das ist doch gerade mal ein paar Wochen her. Na egal, wir haben den Wegpunkt erreicht. Gibt's eigentlich Ascendancies? Oder? Weil wenn ja, würde es Sinn machen, hier nach links zu gehen. Oh, Chatters. Chatters, sei lieb, Chatters. Don't do anything stupid. Das schaut gar nicht mal so gut aus, was der da macht. Au, au, au. Ei, ei, ei. Komm hier, kriegst den Totem. Beschäftige dich mal mit dem. Ja, der hat auch neue geile Skills gekriegt. Das schaut einfach optisch cooler aus. Scatterly, Scatterly. Stirb jetzt. Jawoll. Oh ja. So, so, so. Gut. Dann könnten wir uns mal um dieses Blue Pack hier kümmern. Also, mir kommt gerade so der Gedanke, es ist ja wirklich in Ruthless bitter, dass man die Skills nicht hat, die man bräuchte. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich das mit Ruthless gespielt habe, hatte ich einfach nur verdammtes Dusel, was die Items angeht. Shattered Vest, kann die gut sein? Und jetzt habe ich... Oh ja, warum ist denn das eigentlich aus hier? Die Chainmail ist natürlich wiederum sehr geil. 58 gegen 36. Ja. Natürlich ziehen wir uns da um. Also ich werde wahrscheinlich überhaupt nicht Righteous Fire machen können, weil ich gar nicht Righteous Fire habe. Völlig abgesehen von den... Von den passiven Skills, den Support-Skills, die man braucht. Also nicht passive, aber Support-Skills. Naja, wir werden sehen. Warum jetzt schon jammern? Es könnte total geil werden. Könnte es. So, wir bewegen uns weiter den Ring nach oben und kriegen noch mehr Strengths dazu, was sicherlich nicht verkehrt ist. Sollte Damage machen, oder? Noch mehr Scepters. Noch mehr Scepters. Ich hätte gerne noch mehr Scepters. Achso, das ist wieder so einer. Naja, ist auch nicht so schlimm, oder? Egal. We will see. So, dich dicken mache ich jetzt hier weg. Du spawnst mir andauernd neue. Das ist ja nicht nett. Achso, ich wollte extra dahinter gehen, damit ich hier mein Ascendancy Trial machen kann. Dann bin ich aber da wieder abgebogen. Warum das denn? Macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn ein Cone Helmet? Cone hört sich doch auch gut an. Armor 43. Ja, wesentlich besser. Wesentlich besser. So, also voller Armor können wir doch hier uns dem Gepiekse hier aussetzen, oder? Sollte ja überhaupt nicht gar kein Problem sein.
Naja, ich weiß es nicht. Wie gut ich das Gepiekse aushalte. Wie viele ich von meinen Fläschchen da verbrauchen würde. Aber wir können ja hier mal Gas geben und es sogar geschafft, ungepiekst zu werden. Na ja, gut. Hier können wir nochmal gepiekst werden. Shit. Jetzt ist es doch glatt passiert. War aber nicht so schlimm. Ein rarer Gegner. Der aber eigentlich nichts kann. Und ich habe mein erstes Trial. I am very happy. Gut, dann. Sind aber auch komische Gegner, die so komische Geräusche machen. Und kenne ich die? Wie komme ich denn da an die Tür hin? Schaut ja auch komisch aus. So, dann. Nee, da komme ich gar nicht hin. Haha, ausgetrickst. Geht natürlich so rum. Oh, da ist nochmal ein Altar, um meine Waffe zu pushen. Ich hätte schon gern mal so eine gepushte Waffe. So, dann schauen wir doch mal. Wir nehmen diese hier. Oh, es ist ja wahnsinnig weit schon vorangetrieben. Okay, jetzt nicht übertreiben jetzt. Nicht übertreiben. Nein, nein, nein. Aber was man gar nicht sehen kann, ist, was war schon, was kommt noch. Ja, also was ist von den vorherigen Versuchen und was ist von jetzt? Um halt einschätzen zu können, wie viel stark habe ich es jetzt eigentlich gepusht? Alles schon. Weiß ich nicht, ob das gewollt ist. Einfach verbesserungswürdig. Warum sehe ich denn nicht was? Na, auf jeden Fall mal geschafft. Auch wenn die da jetzt noch intervenieren und glauben, dass sie auch mitspielen dürfen. Ich darf davonlaufen, ey. Die könnten gut sein. Ja, du. Die Handschuhe, Fishgale. Scale Gauntlets. Armor 8. Kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Armor 8 kann ja gar nichts. Die Wollschuhe können erst recht nichts. Und das ist 10-10. Na ja, gut, das ist genau dasselbe Dings. Nur blau statt rot. Egal. Na gut, dann. Können wir aber ins Upper Prison gehen. Macht es hier Sinn, nach links zu gehen? Ich glaube nicht. Warum mache ich es trotzdem? Ja, weil ich eigentlich noch ein bisschen leveln will, bevor ich zu dem gutsten Typi in seinem Gang gehe und mich dann mit ihm auseinandersetze. Aber wenn der nämlich durch meine Rüstung durchkommt, durch mein Armor,
Dann werde ich es schwer haben mit der dem wenig Damage, den ich hier verteile. Na komm, komm, komm. Don't run away. Aber hier ist tatsächlich ja gar nichts. Oh, habe ich geblutet? War so ein Geräusch? Aha. Ein neues Blutgeräusch auch. Doch, da wüsste ich gerne, was die professionellen Streamer sagen zu solchen Änderungen. Obwohl die sagen, ich höre immer laut Musik wahrscheinlich. Egal. Ja. Wie weit ist es denn noch jetzt? Können wir da mal jetzt fertig werden hier? Oh Mann. Ich bin ja jetzt... Ah, da, jetzt sehe ich es auch. Bleeding. Aber ich habe es nicht mehr gehört. Ich bin jetzt 11. Ja. In dem 9er Gebiet. Das finde ich jetzt gar nichts, dass ich so vorgelevelt hätte irgendwie. Ja, also... eingefroren bin ich hier. Ja, okay. Aber vorgelevelt habe ich nicht. Können mir schon ganz schön Aua machen mit ihrem Einfrieren. Ist das nicht so schön. Und dann hau ich sie ein bisschen, dann laufen sie davon. Da liegt eine Chestplate. Es klingt, als ob das eine gute Rüstung wäre. Eine Chestplate. Armor 82. Das ist eine gute Rüstung. Oh, bin ich froh, dass ich mich irgendwie um so hier überhaupt keine Sorgen machen muss, weil ich eh keine Skills habe und dementsprechend Armor 60 ist auch nicht schlecht. Wenn du nämlich keine Skill-Gems hast, die du in Gem-Slots reintun musst, musst du dir auch nicht Gedanken machen, welche Farben du eigentlich brauchst und bla Fasel. Ja gut, das wird schon noch kommen. Früh genug. Aber at the moment... I don't care. So, ein weiterer rarer Gegner, der mich ganz schön hauen kann. Oder die Kombi von seinen Freunden. Die mich dann da ganz schön hauen kann. Aber was nicht gut ist, wenn jetzt da die... anderen auch noch auf mich drauf. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich so auf mein Totem geachtet. Lass uns mal hierher gehen. Was sind wir unter uns? Dann können wir mal überlegen, ob wir es schaffen, dich runterzukloppen. Zu zweit, mein Totem und ich. Ohne dass du mich runterklopfst. Jawoll. Sehr geil. Weiterer Punkt. Noch mehr Strengths. Was ja gleichzeitig auch nicht nur mehr Schaden verursacht, sondern auch mehr Leben bringt. Wobei ich langfristig natürlich Feuerschaden brauche und nicht so sehr Strengths. Aber die Strengths hilft halt wahrscheinlich bei der Schadensvermeidung. So, mein Totem kriegt hier plus Dingsi. Schadensvermeidung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ja dann mit meinem Righteous Fire später durch die Gegner durchlaufen werde. Jetzt hau ich mein Totem und treff's nicht. Wunder mich, dass ich dich treffe. So. Wenn ich mal treffe, dann haut er ganz gut hin eigentlich. Finde ich. Schon blutig wieder. Ich blut schon wieder. Das ist ja eine Sackgasse. Warum laufe ich dann da rein?
Weil ich diese Skillpunkte haben will. Genau die von dem. Wieder läuft mir hinterher und ich check's gar nicht. Ja, Sackel-Zement. Wo geht's denn jetzt dahin? Wann sind wir denn fertig? Ich glaube, es ist an der Zeit, sich kurz um diese Bogenschisser da zu kümmern. Und dann diese Kisten aufzumachen. Und bevor wir jetzt hier wieder den Altar angehen, machen wir mal diesen hier. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und ich überlege mir mal ganz genau, was ich als nächstes mache. Und ich nehme euch gerne mit, wenn ihr wollt.